So, hallo zusammen, heute möchte ich euch unsere neuen umweltfreundlichen Tastygum-Gummiköder in der Dose vorstellen. Gummiköder in Dosen mit Gerüche und Geschmäcker zum Forellen, Barsch oder Döbelangeln gibt es ja zahlreich auf dem Markt. Wir haben uns überlegt, was können wir anders machen bzw. besser machen. Und hier haben wir gemeinsam mit unseren Teamangler die Tastygum-Serie entworfen. Ich werde euch erzählen zur Verpackung, zum Material, zu den verschiedenen Gerüchen sowie zu den Angelmethoden. Erstmal zur Verpackung. Alle Köder sind in wieder verschließbaren Dosen verpackt und innen zusätzlich verschweißt, was einfach einen Vorteil hat, dass es im Laden, im Angelgeschäft nicht riecht oder arg stinkt durch die Gerüche. Die Dosen auch von Umweltgedanke bitte nach dem Angeln nicht wegwerfen, wenn die Köder leer sind, sondern die Dosen einfach weiterverwenden, entweder für Perlen, für Wirbel, Haken und sonstiges. Zum Material. Wir haben umweltfreundliches Material verwendet, was bedeutet, wir benutzen TPA-Material ohne Weichmacher und dadurch sind die Gummis einfach extrem elastisch im Vergleich zu anderen, die es so gibt und viel stabiler. Das zeige ich euch jetzt kurz, wenn man hier den gerippten Shed mal anschaut. Der hat ca. 6 cm und den kann man einfach so 30 cm lang ziehen. Das gleiche beim Gummifisch, ca. 5 cm, ultra stabil, wie ihr hier sehen könnt. Oder noch ein Beispiel, hier den Mischwurm, ca. 10 cm langer Wurm, kann man 70, 80 cm lang ziehen, ohne dass er kaputt geht. Was man noch sagen kann zu den Fischen, durch das TPA-Material sind sie einfach sehr flexibel und realistisch im Wasser. Gerade beim Dropshot-Angeln oder beim Cheburaska-Fischen machen sie einfach ein super Laufverhalten im Wasser. Teile der Fische sind schwimmend und ein Teil davon sinkend, was einfach bei manchen Angelmethoden praktisch ist, da der Köder nicht auf Grund aufliegt. Zu den Angelmethoden selbst, da gibt es verschiedene Varianten. Man kann die Würmer, Maden oder Mais, es gibt ganz klassisch beim Schwimmerangeln verwenden, wenn man mal keine Köder dabei hat, oder auch beim Fiederangeln, eine Fiedermontage lassen sich die Maden oder Bienenmaden super verwenden. Wir haben einen Flyer entworfen, wo ihr alle Informationen, verschiedene Farben, die verschiedenen Gerüche, die es gibt, von Käse über Knoblauch, Wurmgeschmack bis hin zu Maisgeschmack oder Schrimp- und Fischgeschmack, also für jeden was dabei, bekommt ihr auch im Fachhandel die Flyer, wo ihr euch nochmal informieren könnt. Zu den Angelmethoden selbst, wie schon bereits erwähnt, die lassen sich ideal verwenden am Cheburaska-Rig. Wenn man jetzt am Fluss mit wenig Strömung angelt, am besten so zwischen 4 und 10 Gramm Bleigewicht, dann entweder mit dem Offset-Haken oder mit einem ganz normalen Einzelhaken. Wenn man Forellen angelt, reicht hier ein Einzelhaken zwischen Größe 2 und 6 bis 8. Eine weitere Variante wäre ganz klassisch am Carolina-Rig. Hier lassen sich die Würmer super verwenden oder auch die Schrimps. Was auch noch geht, ist ganz herkömmlich wie jeden anderen Shad- und Gummifisch auch, einem kleinen Mikrochick-Rig und den durchs Wasser ziehen, was super funktioniert auch beim Barschangeln. Durch gerade beschriebene weiche Variante auch ein super Köder fürs Dropshot oder Vertikalangeln vom Boot aus oder Bellyboot. Hier kann man einen Köder einfach ideal über den Grund ziehen und er bringt ein super oder fast echtes Laufverhalten mit sich durch die Beweglichkeit. Oder was ganz anderes, was noch funktioniert, am Spirulino-Angeln mit 1,50 Meter bis 2 Meter Vorfach, im Idealfall mit Fluorocarbon. Und das kann man verwenden beim Forellenangeln, wenn man weite Würfe machen muss. So wie auch beim Meerforellenangeln funktioniert es super mit dem Spirulino, um die Fische weit draußen zu finden. Und hier lassen sich zum Beispiel die Würmer oder die Bienenmaden, wenn man die richtig aufzieht am Haken, drehen die sich wie ein Propeller durchs Wasser, ideal verwenden. So, jetzt habe ich mal das Grobe erzählt, teste die Köder einfach mal aus, erhältlich ab sofort im Fachhandel. Viele Händler haben sie schon auf Lager und für euch vorrätig. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Erfolg am Wasser mit den Tastygums und haltet uns gern mit Bildern oder Fotos über Facebook und Instagram auf dem Laufenden, wie euch die Köder gefallen und wie eure Fangerfolge sind. In diesem Sinne, viel Erfolg und Petri Heil.